Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sitze jetzt noch ein paar Minuten hier draußen, mache mich gleich fertig, denn ich habe gleich einen Nageltermin und ich nehme euch heute auch mal wieder so ein ganz kleines bisschen mit. Ich sitze im Auto, ich bin jetzt ready und startklar und fahre jetzt zum Nägelmachen. Bin gespannt, ob sie so werden, wie ich sie haben möchte. Schauen wir mal, ich zeige euch das auf jeden Fall. So, meine Nägel sind fertig. Zeige euch das aber auch gleich nochmal ganz genau, denn ich fahre jetzt erstmal nach Hause, beziehungsweise nochmal schnell zum Rewe und dann noch ein paar Sachen einkaufen und dann nach Hause und dann zeige ich euch die auf jeden Fall nochmal richtig. Und wir haben schon fürs nächste Mal was richtig Geiles und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann so wird. Ich bin wieder zu Hause. Mein Einkauf bei Rewe habe ich auch gemacht. Es gab, die wollten ja nur Brot und ein bisschen was für drauf haben. Das habe ich jetzt geholt. Und jetzt übergebe ich gleich mal das Handy an die Anna. Und die filmt euch mal meine Nägel, damit ihr das mal seht, wie das eigentlich geworden ist. Und ich bin gespannt, wie wir das nächste Mal machen. Wir haben schon eine Idee im Kopf. Seid also gespannt. Seht ihr das? Es geht stufenweise. Wir haben hier klein angefangen, dann wird das immer weiter, bis dann ein Nagel ganz ist und auf der anderen Seite haben wir das andersrum gemacht. Und die Idee kam von meinem Freund. Ich blende euch gleich mal ein, was ich eigentlich für eine Idee hatte, was ich haben wollte. Und den Vorschlag hat dann mein Freund gemacht und ich finde eigentlich, ist es richtig geil geworden. So, ich habe mich mit unseren Häschen einfach mal ein bisschen rausbegeben. Der da will die kleine Muppelmaus da als Dingeln, aber das geht ja noch nicht. Die ist ja noch viel zu klein und deswegen muss ich hier vorsitzen bleiben, damit auch nichts passiert. Ich sag's euch, das ist Wonne. Die haben hier so viel schönen Platz, das hat die Nachbarin alles so geil gemacht, dass die hier wirklich sich austoben können. Hier, ich zeige euch das nachher nochmal im Ganzen. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, und ich beobachte jetzt, dass hier nichts passiert. So kann man auch einen Tag verbringen. So, jetzt seht ihr das mal ganz. Eigentlich schon ganz cool, ne? Und vor allem, wir haben hier so viel ungenutzten Platz, der echt ausgenutzt werden muss. Und gerade für die Hasen ist das bombastisch eigentlich. Da habe ich mir die Stühle jetzt hingestellt, damit ich die zwei da beobachten kann. Wir haben uns so eine kleine Ecke hinterm Haus, haben auch noch ungenutzten Platz, den wir uns auch noch als Grillecke und alles fertig machen wollen, weil eigentlich haben wir das jetzt hier gehabt. Aber wir finden einfach, wir haben einfach so viel Platz, der ungenutzt ist und ja. Jetzt will er schon wieder. Kleines Sauwanstwasser erst, sobald man rausgeht, gell? Aber naja, muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Aber ist schon eigentlich ganz chillig hier gemacht mit den Eckchen für die Hasen. Und jetzt muss ich wieder hingehen. Geh weg da, bitte. Lass das. Depp. Ja, eigentlich sind die ja auch getrennt, aber da die große ihr Zimmer aufräumt, habe ich die jetzt hier draußen zusammen. Und es geht halt einfach nicht anders. Müssen wir nochmal abteilen, damit die auch alle getrennt sind, so ein bisschen, bis er halt kastriert ist. Was ich halt auch noch sagen wollte, das ist ja nicht nur für unsere Hasen, sondern für meine Nachbarin. Die hat sich das ja eigentlich gemacht für ihre Häschen, aber wir können es halt mitnutzen und das ist ganz geil. Und ich finde eigentlich, wir als Hausgemeinschaft, wir haben uns richtig coole Sachen für hier vorne überlegt und auch für hinters Haus. Das hier fürs Hinterhaus zeige ich euch später mal. Im Moment herrscht da gerade Chaos. Wir haben nämlich den Pool abgebaut, den Pool sauber gemacht und müssen da jetzt erstmal Holz legen, damit der Pool überhaupt gerade steht. Denn die Wiese ist hier so schief, das geht gar nicht. Hatten echt große Probleme damit. Und wie gesagt, das zeige ich euch dann die Tage auf jeden Fall mal, wie das aussieht. Und dann zeige ich euch natürlich auch mal so ein bisschen, beziehungsweise erkläre euch dann auch mal, was wir da hinten geplant haben. Das wird auf jeden Fall richtig cool werden. Ich stehe jetzt hier draußen, ich warte nämlich. Ich bekomme nämlich Besuch. Und mal schauen, vielleicht darf ich euch den Besuch hier auch mal kurz zeigen. So, mal ein kleines Update. Wir haben schon wieder zwei Tage später. Meinen Besuch habe ich euch nicht gezeigt. Bestimmte Gründe, ist auch egal. Ja, dann gestern Morgen wollte ich eigentlich auch wieder filmen, wie ich hier hoch zu Gabi und Horst gehe und Käffchen trinke, aber es kam wieder alles anders. Ich kriegte einen Anruf, der Gabi ging es nicht gut, ich bin dann hier hoch und war den ganzen Tag hier oben. Gabi kam dann ins Krankenhaus und ich bin dann zwei Stunden später habe sie wieder abgeholt, weil, das Krankenhaus für den Arsch ist. Also Lahnberge, sage ich euch ganz klipp und klar, Bobbes, nein, geht hin, wenn ihr sterben wollt, aber nicht, wenn ihr irgendwie gesund gepflegt werden wollt, geht nicht. Ja, und deswegen kam ich in den letzten zwei Tagen nicht zum Filmen.
Und deswegen ist das jetzt alles ein bisschen später wieder mit dem Film. Aber egal, kriegen wir alles hin, wird alles, läuft. Und die Gabi zeige ich euch jetzt erstmal. Wenn die Nachbarn sich den YouTube-Vlog angucken, wo sie selber noch mitspielen. Wegen der da gab es eine Planänderung, ne? Habe ich euch ja schon gesagt. Ich konnte ja nicht weiter drehen, als mein Besuch da war. Und dann, naja, so ist das. Immer wieder was anderes mit dir. Mit dir ist immer was los. Ja, es wird nie langweilig. Nee, ich wach schon jeden Morgen auf und frage mich, was kommt denn jetzt schon wieder? Ein Kaffee. Ein Kaffee? Ja. Das ist, nee. Nee. Doch. Nein. Und das Geilste ist, wollt ihr mal absolut lachen, der hat ja heute ein Brett vor dem Kopf gehabt. Heidi Klavi. Wir haben nämlich was abgeholt, Horst? Einen Hafenkosten. Und das in meinem kleinen Twingo. Ja, und der ging rein. Und das einer schafft dann Bianca. Ja. Und der Horst war dann eingesperrt, der hatte keinerlei Fluchtweg mehr. Weder zur Tür raus, weder zur Fahrertür raus, weder nach hinten. Es war alles zugebaut. Ja, und dann haut sie auch noch ab und sagt Tschüss. Ja, so geht's mir. So, so ist das hier. Ja. Das Allerschärfste ist ja noch, unsere Nachbarin Angelika hat der Gabi einen neuen Spitznamen gegeben. Pinguin. Der Horst und ich haben uns jetzt dazu entschlossen, der Gabi ein Pinguin-Kostüm zu kaufen. Beziehungsweise, was heißt Kostüm? Die kriegt jetzt so einen ganzen Anzug von uns. Ich blende euch das mal ein. Das sieht bestimmt lustig aus. Und ich bin ja natürlich so asozial, ne? Mittlerweile kennt ihr mich ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Hab sie ja eben vom Schwimmbad abgeholt, ne? Und lauf ihr entgegen wie so ein Pinguin. Ich mal wieder, ne? Der Sauwanst. Dieser kleine Sauwanz, ich sitze da draußen auf dem Balkon, dann macht er heimlich ein Foto von mir. Der wollte ja was ruhiger träumen nachts. Du bist so ein Arsch. Hast du das gehört, Gabi? Dein Mann will von mir träumen, deswegen hat er Bilder von mir gemacht. Wenn es Spaß macht, jeder das sein. Danke. Helmut sagt gar nichts dazu. Der ist ganz still, der denkt sich seinen Teil. Ja. Aber darfst du nicht weinen, Bianca. Schickst du es mir jetzt auch? Ja, dass du weißt, wie du hast. Wie heißt es immer so schön? Angucken darf er, träumen darf er, aber gegessen wird er heim. Das stimmt auch wieder. Wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Ja, dann sitze ich vor der Tür. Mhm. Ich überlege mir, ob ich das noch einblende, das Foto. Ich muss mir es erst angucken. Und ihr werdet ja hier in dem Video sehen, ob ich es eingeblendet habe oder nicht. Und ihr da, haltet die Klappe! So, ich habe mir dieses Foto gerade angeguckt und habe mich dazu entschlossen, es euch nicht zu zeigen. Unvorteilhaft, ohne Ende. Nein, geht gar nicht. Was hast du eben gesagt? Versteckt? Versteckt hinter der Wäsche. Das geht ja gar nicht. Nein, aber er hat ja jetzt gesagt, er macht öfter mal jetzt Fotos von mir. Und wenn mal ein gescheites Foto dabei ist, zeige ich euch das auf jeden Fall. Aber irgendwann wird es immer ein Foto von mir geben oder mal ein Video, wo ich komplett zu sehen bin. Wenn mal jemand anderes filmt, aber die meiste Zeit filme ja ich, ne? Und das geht ja dann eher schlecht, dass man sich dann komplett zeigt. Aber das kriegen wir auch schon irgendwann mal wieder hin. Ja. Die Gabi macht jetzt gerade noch hier ihr Diamond Painting ein bisschen. Ich gehe den beiden jetzt noch so ein bisschen auf den Keks hier oben, bis mein Freund dann von der Arbeit nach Hause kommt. Und dann gehe ich erstmal zu meinen Kindern und mal schauen, was dann der Abend noch so bringt. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich muss immer mal gucken, ob mein Freund kommt, wünschen wir natürlich hier, ne, wir hier in der Runde, da ist er, wir alle, euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht mal wieder mit uns. Freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.